Das bleibt aber immer noch der beste Joint. Kannst du deinem nächsten Fragmesser trägst du einen SpongeBob-Szene ein, Bobby bei Julian Bam? Ganz klar. Challenge accepted. Mal schauen, ob ich das hinkriege. Und in dem Sinne sag ich Moin, liebe Freaks, und willkommen zu Folge 26 von Fragmesser trägst du einen SpongeBob-Szene ein. Mittlerweile bin ich einigermaßen zufrieden mit Video- und Tonqualität. Also können wir direkt losstarten. Nuram sagt, die Performance-Stimme ist dieses Mal so eklig. Das bezieht sich auf mein letztes Zaubervideo. Inwiefern war meine Stimme da eklig? Schauen wir da noch mal kurz rein. Oh, mein Darm macht mir Druck. Ich platziere das Deck in meiner Tasche. Verzeihung. Ich habe gefurzt. Und zwar 3 Liter Methan. Fatih Avanoglu sagt, die Detektiv Conny-Melodie perfekt eingesetzt. Das ist bei Detektiv Conny-Musik aber auch einfach nicht schwer, die perfekt einzusetzen, weil jedes einzelne Stück einfach genau die perfekte Emotion vorgibt. Man weiß einfach ganz genau, an welcher Stelle in einer Folge die abgespielt werden würde. Also kommt nur Yamazuki Kagawa als Täter in Frage. Die Beweislage ist eindeutig. Das Erbe stand mir zu. Niemand sonst sollte es erhalten, außer mir. Hey Ran, wie war's in der Schule? Ach Conny, nur das Übliche. Sonoka ist gestorben. Ach so. Wenn sie nur wüsste, dass ich Sonoka umgebracht habe. Beweise, ich brauche Beweise. Diese Karte, sie ist verbrannt. Irgendetwas hat sich hier zugetragen. Nur was, das ist die Frage. Oh, da fehlt ein Stück der Karte. Und hier klebt Klebeband. Eindeutige Beweislage. Caitlin Rosmanit sagt, ich war vorhin mit einer Freundin weg und habe ein Bild von mir gesehen und habe aus Gewohnheit gerufen. Oh, da bin ich ja ich. Und sie guckt mich an, als hätte ich den Ententanz gemacht. Sie hat bei deinem Oh, da bin ich ja ich so geguckt, wie als hättest du einen Ententanz gemacht. Gehen wir das doch mal überprüfen. Oh, da bin ich ja ich. Oh, da bin ich ja ich. Oh, da bin ich ja ich. Es reagiert einfach keiner auf Oh, da bin ich ja ich. Oh, da bin ich ja ich. Oh, da bin ich ja ich. Guckt ja nicht mal. Mann, was ist denn los mit den Leuten? Rennt ein Typ mit Kamera durch Münster und schreit Oh, da bin ich ja ich und keiner interessiert's? Oh, da bin ich ja ich. Oh, da bin ich ja ich. Okay, die sind scheinbar gewohnt. Gibt scheinbar öfter YouTuber, die Mist bei Mackes bauen. Ich stecke nur Kritik an ApoRed. Aber beim Rausgehen habe ich gerade gehört, meinte das Mädel, das gegenüber von den Jungen saß, hat der gerade mit uns geredet? Okay, letzte Hoffnung. Oh, da bin ich echt. Ernsthaft? Juckt das keine Sau? Ich hatte so ein cooles Experiment vor. Ben Vargas Roll fragt, darf ich mal den Frag Mr. T? Oceana so, nö. Wieso? Wieso? Darum. Was heißt darum? Wer bist du überhaupt? Du kannst es nicht bestimmen. Sicher kann ich vielleicht den Frag Mr. T. Ich bin Oceana. Das Frag Mr. Dresel ist wahrscheinlich schon fertig und ich sag nur, weil es Spaß macht. Das Einzige, was ich beim Lesen die ganze Zeit denke, ist, seit wann bin ich Mr. T? Aber mal im Ernst, warum fühlen sich meine Moderatoren immer so übelst mega bubblebossig auf? Der Moderator auf diesem Kanal, das ist meine Hut. Leg dich nicht mit den Moderatoren an, ich hab ne Knarre. Ich habe euch ausgewählt, dass ihr meine Kommentare verwaltet. Vor allem für Livestreams. Ihr könnt nicht darüber bestimmen, was ich wann mache und welche Kommentare ich auswähle und welche nicht. Hä? Was war nur ein Beispiel dafür? Kevin Boldy fragt, kannst du mein Video machen, wie man eine Karte auf unterschiedliche Arten verschwinden lassen kann? Okay, let's do this. Und sie landet hinterm Bett. Ey, der Backpack. Der Tenkaipan. Der Haido. Der Mr. Trix XL. Ein Typ, der bei Chris Ramseys Reacting to Bad Magic auftreten könnte. Auf der Linie. Fimi Hocke fragt, was ist dein eigentliches Lieblingsvideo? Da würde ich auf jeden Fall sagen, mein Schere, Stein, Papier Video. Damit bin ich zumindest am allermeisten zufrieden auf meinem Kanal. Und das Roast Yourself. Hannes Küß fragt, was ist grün und stinkt nach Fisch? Wer da Bremer? Ein grüner Fisch. Das wusste ich. It's by Flow sagt, ich frage mich gerade, wann du noch so aufwendige Videos produzieren kannst, nachdem ich deinen Zeitplan gehört habe. Das, lieber It's by Flow, ist eine ausgezeichnete Frage. Und dazu kann ich nur sagen, wenn man etwas aus Leidenschaft macht und weil man es liebt, dann findet man immer einen Weg. Sahil Idris sagt, Hi Matti, ich wollte dir nur sagen, dass meine beißigen Karten kaputt gegangen sind, als ich sie wieder abmachen wollte. Ich habe dir vertraut, obwohl meine Mutter gesagt hat, dass die Karten kaputt gehen werden. Toll, jetzt sind meine 3 Asse kaputt, echt schade. Nun mache ich das aber immer und bei mir funktioniert das. Du musst die Karten ja auch vorsichtig auseinanderziehen, ganz langsam in etwa so. Und die Karten bleiben heile. Und nicht so. Zauberbox, schick mir mehr Decks. Nur mit den Jokern kann ich leben. Und das war jetzt unnötig. Aber wenn ich schon dabei bin. Diese Macht der Natur.
Tattoo in meiner Hand. Oh Gott, das stinkt. Oh, ich hab vergessen, ich hab einen Rauchmelder hier. Nein, nicht, rauche nicht. Psch, aus, 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 aus. Wasser, 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 Wasser. Puh, das stinkt. Gut, dass ich Lebensmittelchemiker bin und darin ausgebildet bin, mit solchen Situationen umzugehen. Julita fragt, wie alt bist du? Ich möchte jetzt gar nicht pissig darauf reagieren. Ich sage es jetzt einmal für alle Fragen, die in diesem Monat in der Richtung gekommen sind. Sämtliche Fragen über meine Person und die tausendfach gestellt werden. Wie alt bist du? Wie heißt du? Woher kommst du? Wie viele Geschwister hast du? Seit wann zauberst du? All das habe ich beantwortet in meinem 50 Fakten über mich Video. Da habe ich auch über meine kleine Behinderung gesprochen. Alles Weitere dazu in der Infokarte da oben. Schaut euch das Video einfach an. Ich verlinke es auch in der Videobeschreibung, wenn ihr es nach dem Video anschauen wollt. Also erstmal dieses Video jetzt anschauen wollt. Schaut euch das einfach an. Ja, da beantworte ich 50 solcher Fakten über mich. Dankeschön! X-Chef sagt, Mr. TrixXN, ich glaube, die Musik beim Intro ist falsch. Das müsste, denke ich, nur Money sein und nicht Wurde Snuff. Moment, was? Die Intro-Musik ist falsch? Wie soll die denn? Ist jetzt für jedes einzelne meiner Zuschauer-Intros exakt vorgeschrieben, wann ich welche Musik verwende oder wie? Streng genommen habe ich noch kein einziges Mal bei dem Intro die Originalmusik verwendet. Die wäre nämlich so. Bei weiteren Intros wäre es einfach so. Und das ist mir viel zu dubstabbig und so. Das mag ich nicht. Deswegen lege ich da selber Musik drunter, wie ich das will. Sind wir wieder beim Thema mir vorschreiben, was für ein Content ich zu bringen habe. Ist das nicht mein Kanal? Ist das nicht meine kreative Entscheidung? Matti, du bist ja total getriggert. Ich bin überhaupt nicht getriggert. Ramon Bingelli fragt, kann dein Zahn auffliegen wie bei Ju? Ich kann es mal versuchen, aber ich warne euch, meine Animation wird 100-mal besser sein als die von Julian Bam. Also Vorsicht ist geboten. Achtung. Ich bin ein Zahn und ich kann fliegen. Clarissa Hoffmann fragt, kannst du mir deine WhatsApp-Nummer geben? Nein, warum glaubt ihr, dass ich meine private Handynummer öffentlich rausgebe? Und auch nicht ausgewählten einzelnen Leuten, ey, ich habe schon 100 Kommentare geschrieben. Jetzt gib mir deine Handynummer. Ihr müsst differenzieren zwischen der öffentlichen Person Mr. TrixXL, die ich bin, und zwischen der Privatperson Matthias Berger, die ich bin. Ja, ich sage moin, liebe Trixer, moin, liebe Freunde. Ja, ich versuche auf einer freundschaftlichen Ebene mit euch zu sein, aber trotzdem kennt ihr mich ja nicht persönlich und ich kenne euch noch weniger. Ich bin nicht euer bester Freund, der wirklich für jeden einzelnen von euch jederzeit zur Verfügung steht, ja? Klar, ich beantworte fast alle eure Nachrichten. Klar, wenn ihr Probleme habt, könnt ihr immer damit zu mir kommen. Und ich nehme mir auch unglaublich viel Zeit für euch. Aber trotzdem kann ich nicht für jeden Einzelnen da sein, wie es ein bester Freund sein kann, dass man sich wirklich mal trifft und stundenlang miteinander über seine Probleme quatscht. Ich habe ein bisschen ausgeschweift, aber es war mir wichtig, dass ich das einmal vermittle, liebe Freunde. Ihr müsst differenzieren zwischen einem YouTuber und einem Freund. Ich werde euch weiterhin als meine Freunde bezeichnen, weil ihr ja wie meine Freunde seid. Ihr seid Leute, die mir Feedback gebt, an denen ich wachsen kann und die mir helfen und mich unterstützen. Klar, aber das ist eine ganz, ganz andere Ebene und da müsst ihr differenzieren. Also nein, meine Handynummer gebe ich nicht raus. Der Kaulquappenkönig fragt, wann hast du mit dem Zaubern angefangen? Schau mein 50 Fakten Video. Link ist in der Videobeschreibung. NDNI Mix TV fragt, wieso empfiehlst du eigentlich keine Plastikkarten? Die sind doch länger haltbar. Aber dumm zum Zaubern. Aber dumm zum Zaubern. Danke, Ozeana. Bitteschön. Music is Live fragt, wenn du einen Zauberer performen siehst, kommt es dann oft vor, dass du den Trick kennst oder ihn durchschaust? Das ist ein unglaubliches Problem. Vor allem, wenn ich als Kind Manipulateure im Fernsehen gesehen habe, oft Chinesen oder Koreaner, die da wirklich hunderte von Karten aus der Luft zaubern, da habe ich mir gedacht, wow, das kann doch nur Magie sein. Ich möchte das auch können. Das hat mich damals inspiriert zu zaubern. Jetzt weiß ich die Techniken und das ist unglaublich schlimm. Das ist wirklich, wirklich traurig. Mittlerweile sitzt man einfach nur noch da und denkt sich, oh, Backpalm Production. Perfect Production, okay. Oh, er hält hier eine Karte nach vorne, also ist die andere Hand irgendwo in der Tasche. Er holt garantiert hier die nächsten Karten. Wirklich, das ist einfach nur traurig. Was das angeht, wünschte ich mir manchmal echt, ich hätte das nie gelernt, damit ich das noch mehr genießen kann. Was aber nicht bedeutet, dass man trotzdem nicht unglaublichen Respekt vor der Leistung hat. Es bleibt für mich trotzdem ein Rätsel, wie man es so perfekt performen kann. Kevin Boldy sagt, mach mal ein Video mit deiner Mom. Nope. Das wird niemals passieren, kann ich versichern. Auch sowas hat meine Mama auf keinen Fall Bock. Aber es gibt Videos mit mir und meiner Mama auf unserem Familienkanal. Ja, da machen wir ja Musik. Infokarte da oben zum Auschecken. Adam Nava sagt, ist deine Uhr kaputt? Wenn es jetzt 15 Uhr ist, da fehlt ein Wort. Aber wenn es 14 Uhr ist und ein Video von mir nicht online ist, dann kann ich euch versichern, auf Instagram oder Snapchat habe ich garantiert was darüber gesagt, warum das der Fall ist. Folgt mir also unbedingt auf Instagram @MrTrixXL, auf Snapchat @MrTrixXL, auf Twitter @MrTrixXL und auf Facebook Matthias Berger. Links sind alle in der Videobeschreibung und in der Endcard. Ich melde mich immer, wenn irgendwas ist. Jalko sagt, mehr Memes. Harry Potter fragt, erinnerst du dich an deine 13. Folge Frag Trixie? Dort hat dich jemand gefragt, ob du von YouTube leben kannst und so weiter. Und deine Antwort war nein. Das kannst du keinen fragen, der weniger als 100 oder 200.000 Abonnenten hat. Jetzt hast du hier 100.000 Abos. Meine Frage lautet, kannst du von YouTube leben oder kannst du dir vorstellen, dass du irgendwann davon leben kannst? Lieber Harry Potter, Expelliarmus! Ich beantworte es ganz kurz und knackig. Ihr seht diese Wohnung hier. Die finanziere ich zu etwa 80-90% über meine YouTube-Einnahmen. Ja, ich kann mittlerweile von YouTube leben. Nein, ich kann mir kein Auto leisten oder alleine in einer 5-Zimmer-Wohnung wohnen. Aber für mich als Studenten reicht es dicke. An dieser Stelle natürlich arigato. Das wäre ohne eure Unterstützung nämlich natürlich nicht möglich. Würdet ihr meine Videos nicht gucken, hätte ich die Werbeeinnahmen nicht. Deswegen danke, 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 dass ihr mir mein Leben möglich macht. Beste Community auf YouTube. Leona Noel sagt, ich finde es so cool, wie du mit Karten umgehst. Oh, dankeschön.
Leonie Giovanni fragt: Wieso siehst du auf dem Thumbnail von der 14. Folge fragt Mr. Drexel aus wie Hitler? Und die Hände nach oben sogar. Wie? Hitler? Ich habe einen Schnauzer, aber keinen Hitlerbart. Ich habe beide Arme nach oben, ja. Der Nazi-Gruß bezieht sich auf den rechten Arm in einem 45-Grad-Winkel nach vorne, oben rechts. Wo ist da? Viktor Morasch fragt: Wenn du Russisch kannst, kennst du auch das Lied Moskau von Genghis Khan? Warum auch immer man dafür Russisch sprechen können soll. Remus Lupin fragt: Kennst du den Film Prestige, die Meister der Magie von Christopher Nolan? Meine allerliebsten Lieblingsfilme sind in der Reihenfolge Inception, Interstellar, The Prestige, Memento und Shutter Island. The Prestige. Guck mal, 50 Faktenvideo! Piper Geist sagt: Nachmache. Oh, gegeben hat er mir, Bruder, gegeben! Mein Kanal wurde zerstört! Aids of Space sagt: Du hast auch die SpongeBob-Hausschuhe von der Schnecke. Schuldig. Also, wir können das hier auf die harte oder die weiche Tour durchziehen. Oder die mittelharte Tour. Oder die halbmittelschwere weiche Tour. Oder die etwas harte, ein Fünkchen vertagte, weiche, schwierige Tour. So, du willst es also unbedingt auf die Tour, ja? Pascal Beckers fragt: Trixie, wie sieht's aus, Mann? Wann kommt noch mal ein Video mit deiner Schwester oder deinem Bruder? Tatsache! Wie sieht's aus, Trixie? Aber da ist doch meine Schwester. Oder ist sie etwa mein Bruder? Ich weiß das Geschlecht nicht. Bitte befreie mich, ich bin gefangen am Emoji-Kissen. Let's Fun sagt: Aktualisiere mal deine Playlist. Oh, ich habe ganz schön viele sehr, sehr gut sortierte Playlists, mithilfe derer man sich durch meine Kartentricks für Anfänger, für fortgeschrittene Münzentricks, Parkmistertricks, L-Videos, Rätsel und so weiter durchklicken kann. Welche Playlist meint er wohl? Vielleicht frage ich ihn besser mal. Welche? Okay, dann ignoriere mich halt für einen Monat. Sami Abweiche fragt: Machst du bitte mal wieder ein Battle of the Bros oder erst ab Sommer wieder? Battle of the Bros kommt immer am 5. Mittwoch im Monat und der nächste Monat wird am 5. Mittwoch ist der März. 21. März, schreibt euch den Kalender. Dragon Rider Timo fragt: Seit wann machst du Pinky Break? Naja, wer mein 50 Fakten Video gesehen hat, der weiß es, seit 2009. Seit 2009 halte ich diesen Pinky Break und ich werde ihn niemals loslassen. Ey, Jo, Matti, was sind 4 plus 4? 7. Wie oft muss ich in diesem Video noch Karten aufheben, ey? Magic Döner fragt: Wenn du auf den Ring drückst, wirst du Batman. Oder Mr. Drexel? Oh krass, Tatsache, das muss ich mal ausprobieren. Frodo-Style. Robin Magic fragt: Kannst du auch mal Cardistry machen? Würde sicher mega gut rauskommen, Zwinger. Bullet. Topshot. Leonard Green Topshot. Noch mehr Karten, ey. Angel Slide. Spring. Anaconda. Und nicht noch mehr Karten aufheben. Aber um die Frage jetzt mal ernst zu beantworten, ja, ich habe angefangen, ein wenig Cardistry zu lernen. Meinen aktuellen Fortschritt dokumentiere ich ganz, ganz fleißig auf Instagram. Also wie gesagt, folgt mir auf Instagram, @MrTrixXL. Oder auch auf Facebook oder Twitter. Alles, was ich auf Instagram poste, wird automatisch da auch geteilt. Gumba-König sagt: Ich glaube, der Ring ist von Herr der Ringe. Aber du willst uns das nicht sagen, weil du Angst hast, dass das Video Gollum guckt und er dir den Ring stehlen will. Oh, verdammt, daran habe ich gar nicht gedacht. Mein Schatz! Brüder Fatih fragt: Was hast du so für Vorsätze für 2017 vorgenommen? Warum mache ich eigentlich so viele Videos, wenn dann nur 1% davon geguckt wird? Guckt doch einfach mein Silvesterjahresrückblick-Video. Verlinke ich euch in der Infokarte da oben. Der Asiate fragt: Kannst du einen Filmausschnitt synchronisieren? Kannst du einen Filmausschnitt synchronisieren? Warum kann eigentlich keiner deklinieren? Da gehört ein Einen hin, Akkusativ und so. Aber ja, ich habe früher unglaublich viel Spaß an Synchros gehabt. Ich habe gefurzt. Damals hatten Tobi, Maggie und ich sogar einen Channel dafür aufgemacht, der hieß Berger Synchro. Aber fast alle Videos darauf sind Copyright gesperrt. Jeep! Wir hatten beispielsweise meinen gesamten Film Prince of Persia komplett neu synchronisiert. Ihr kriegt ihr mal einen kleinen Ausschnitt zu sehen. In dieser Schriftrolle steht unter anderem, dass Jake Gyllenhaal Sportsocken stinkt. Halt die Fresse! Ich bin Jake Gyllenhaal. Nein, bist du nicht. Ich bin nämlich Jake Gyllenhaal. Nein, bist du gar nicht. Doch, bin ich wohl. Außerdem ist dieser Mantel vergiftet und damit killen wir Papa. Was würdest du tun? Mich retten? Oder töten? Retten, töten, retten, töten, retten, töten. Ja, ich würde dich retten. Denn ich bin Jake Gyllenhaal. Ja. Angelo Awesome fragt: Kannst du mal bitte eine eigene Fassung von dem Opening von Tokyo Ghoul oder Game of Thrones machen?
Wisst ihr, ich meine, ich kann es ja verstehen, dass man nicht all meine Videos guckt und von allem Bescheid weiß, wenn man neu auf dem Kanal ist und wenn dann noch dazu kommt, ey, dieser YouTuber, der klärt nicht genug darüber auf. Das Ding ist aber, ich kläre ja darüber auf. In jeder Videobeschreibung, Kanalbeschreibung, meinem Kanal-Trailer, was ja das erste Video ist, was man sieht, bevor man mich abonniert hat. Und all diese ganzen Videos. Überall sag ich doch Bescheid. Ich habe einen Musikkanal, liebe Freunde. Der heißt Matthias Berger Music und ist verlinkt in der Videobeschreibung. Und an dieser Stelle, lieber Trixer, wird es Zeit für die Speedrunde. Das ist. Da ist die Kamera. Let's go. Könntest du doch mal den Spring erklären? Sobald ich ihn gut kann. Game of Thrones oder The Walking Dead? Klares Unentschieden. Mathe oder Deutsch? Mathematik über Mathematik, eh? Julian Bam oder Nigga Higa? Klares Unentschieden. Horrorfilm oder Actionfilm? Ganz klar, Actionfilm. Hasta la vista. Das sollte eine Knarre darstellen. Brokkoli oder Pferdgroße Ente? Pferdgroße Ente. Flash oder Batman? Batman. Wann ist man Zauberer? Wenn man zaubern kann. Wie schnell ist dein Video irgendwie anders als vorher? Moment, das kann doch nicht sein. Ich habe meine komplette Schneidestation mit nach Münster genommen. Dann frage ich ihn besser mal, inwiefern. Inwiefern? Okay, dann ignoriere auch du mich. Der Mischen der Karten ist irgendwie nicht so clean. Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, was du meinst. Bist ja ausgezogen von zu Hause, also wird Tobi das Haus erben. Richtig oder falsch? Digga. Wir sind 5 Geschwister, Mann. Hey, Matti, ich wollte mal fragen, was für ein Handy du hast und wie du es findest. Ich habe doch Sony Xperia Z5 und bin damit eigentlich ganz zufrieden. Hast du schon für eine Dory geschaut? Yep. Right in the fields. Warum sind deine Pupillen so groß? Damit ich dich besser fressen kann. Das bleibt aber immer noch der beste Joint. Was ist dein Lieblingsbrettspiel? Schach. Puh, ist das anstrengend. Wie ist dein zweiter YouTube-Channel? Matthias Berger Music, siehe Videobeschreibung. Und damit, liebe Tracer, kommen wir auch schon zum letzten Kommentar dieser heutigen Folge. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Video, aber in irgendeinem Video hatte ich verlost, dass der Musikrätselgewinner jenen Videos die nächste Frag-Mr.Trixler-Folge beenden darf. Das war in dem Fall der liebe Maurice Höchtel und von daher hier sein Kommentar. Hi, vielen Dank für den VIP-Status. Kommentar. Ich grüße die ganze Community von Matti, vor allem die Leute, die immer sinnvolle Kommentare schreiben. Ich finde es richtig gut, dass du dich so um deine Zuschauer kümmerst und immer offen für Kritik und keine Beleidigungen und Vorschläge bist. Du gibst dir immer sehr viel Mühe bei allem, was du machst und das merkt man einfach ab der ersten Sekunde deiner Videos. Vor allem beim Schnitt, der ja auch immer sehr aufwendig ist und viel Zeit in Anspruch nimmt. Du nicht einfach alles raus, was nicht ins Video kommt, sondern fügst den ganzen noch tolle Effekte dazu, welche das fertige Video sehr unterhaltsam und lustig gestalten. Respekt. Ich freue mich, dass ich jetzt ein VIP bin. Beste Grüße aus Bayern und einen schönen Tag. Danke, Maurice, für diese wunderschönen Abschlussworte. Und in dem Sinne verabschiede ich mich von euch aus dieser heutigen 26. Folge Frag Mr. TrixXL. Ich hoffe, euch hat sie gefallen. Mir hat es auf jeden Fall einen riesigen Spaß gemacht. In meinem letzten Zaubervideo habe ich außerdem ein Musikrätsel gemacht, hat ein Lied rückwärts abgespielt. Dabei handelt es sich natürlich um Mad World. Als erstes hatte Hans-Peter Knüppelmeier Mad World geschrieben, aber das war ohne Interpret. Als erstes Titel und Interpret hat Piano Music erkannt. Herzlichen Glückwunsch an dich, du bist also der super Hardcore-Rätselfuchs dieses Zaubervideos gewesen. Und natürlich habe ich ein weiteres Musikrätsel für euch. Weil ich das letztes Mal so cool fand, spiele ich wieder ein Lied rückwärts ab. Und welches Lied handelt es sich hierbei? Das war's für heute. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr dieses Video mit euren Freunden teilt, wenn es euch gefallen hat und ihr mich unterstützen wollt. Ansonsten habe ich selbstverständlich wieder eine Endcard für euch. Puh, unten links von mir gibt es für euch mein letztes Video. Das war das entsprechende Zaubervideo, das ihr einfach vom Video synchronisiert hatte. Unten rechts von mir gibt es sonst die letzte Folge Frag Mr. TrixXL für euch. Auf der Seite könnt ihr mich abonnieren und auf der Seite meine Social Media. Ich poste da jeden Tag ganz, ganz, ganz aktiv und fleißig. Bis übermorgen zu einem neuen Let's Play Video. Da sind einige meiner Freunde da. Bis dahin, euer Mr. TrixXL. Ciao.